Wir sind auf jeden Fall erstmal ein Scum. Das ist mein Charakter. Und wir fangen wirklich an der Stelle an, wo wir beim letzten Tutorial gesagt haben, was ich im wo es nächsten machen will. weitergeht. Genau. Nämlich wir Aber das. wollten. Ja. Genau. Okay, ich wollte nur sagen, dass es halt schon auch ein krasses Update dazwischen liegt. So, und wir leider von vorne anfangen mussten. Aber wir versuchen es so authentisch wie möglich nachzuspielen. Genau. Wir mussten von vorne dadurch anfangen, weil ich weiß nicht, ab welchen das war, ob das Update 0.9 war oder 0.95, wo wir jetzt aktuell sind. Aber dadurch musste man resetten. Und deswegen sind wir hier. Genau. Es ging um den Köcher. Den wollte ich euch noch zeigen, wie man den macht. Den hat man, wenn ihr hier oben, fangen wir mal ganz von vorne an, hier oben habt ihr die Leiste. Wenn er einfach auf Handwerk rüber geht, und hier ein bisschen runterscrollt, das sind so mehr oder weniger die Sachen, die man auf die Hand craften kann. Zeig jetzt mal so. Jetzt bin ich schon dran vorbei. Haben wir hier den improvisierten Köcher. Es ging beim letzten Mal darum, dass wir einfach noch ein bisschen mehr Platz haben. Wir hatten ja einen improvisierten Rucksack und so. Und den wollen wir jetzt machen. Da klickt man einfach bloß einmal drauf. Dann hat man hier unten Details. Und dann sieht man ganz genau, was man noch braucht. Also wir brauchen noch einen langen Stock. Ein paar Lumpen. Eigentlich fünf. Und wir müssen noch Baumrindenseil herstellen. Für Baumrindenseil braucht man Äste. Wir brauchen also auf jeden Fall schon mal kurze Äste, um die Seile herzustellen und einen langen Ast generell. Und uns fehlen noch Lumpen. Das ist aber nicht schlimm. Und wir fangen einfach mal mit den Ästen an. Äste farmen. Natürlich die Büsche zerkloppen. Wenn ihr eine Axt oder so habt, könnt ihr auch einen Baum fällen. Da hinten haben wir mal ein kleines Musterbeispiel. Zeige euch erstmal. Wenn ihr einen Baum gefällt habt, fällt immer so eine Baumkrone noch ab und die könnt ihr teilen, kriegt da wieder viele lange Äste draus. Wenn er die teilt, kriegt dann nochmal mehr kurze Äste draus. Raus. Dann nehmen wir hier ran, F, zerlegen. Und holen uns erstmal ein paar Stöcker. So, da haben wir schon mal welche. Also einen langen brauchen wir ja schon mal, den stecken wir uns schon mal zur Seite. Und dann müssen wir mal gucken für das Baumrindenseil. Das ist hier unten drin. Und da braucht man, alles klar, vier kleine. Dann hacken wir einfach erstmal weiter. Mal gucken, vielleicht schneide ich das auch zusammen. Hier haben wir wieder ein paar kleine. So, mit O. Hier haben wir jetzt schon mal vier Stück. Einfach um bloß kurz zu zeigen. Ne? Vier Stück. Wir haben ein Messer oder eine Axt, eine Säge. Ihr könnt ja alle mögliche benutzen. Ihr braucht immer bloß draufklicken. Und dann seht ihr, was wirklich geht, um das halt zu bearbeiten. Genau. Dann haben wir das. Haben da oben eine 1. Und dann brauchen wir nur noch craften. Genau. Wie man es bearbeitet, hast du, glaube ich, auch im ersten Video gesagt. Und zwar mit dem Steinspitzmesser da. Genau. Da hast du recht, Yusi. Da hast du recht. So, super. Denn dann haben wir da schon mal 10 Stück. Stecken wir uns mal ein. Gehen wir wieder zurück. Klicken wieder hier oben auf unseren Köcher. Und wir brauchen noch Lumpen. Lumpen kriegt man am einfachsten aus Klamotten. Hier an der Seite seht ihr das ja schon. Der markiert mir hier sogar meine desinfizierten Lumpen. Aber das brauchen wir nachher wegen Heilung. Deswegen, ich habe hier schon mal 2 Stück. Und ihr könnt immer eure Anfangsklamotten, das habe ich auch schon im ersten Tutorial erklärt, gerne zerlegen. Oder wenn ihr auch von Zombies welche findet, weil beim Craften jetzt von einem Köcher ist es egal, ob die Lumpen dreckig oder sauber sind. Natürlich zum Heilen ist am besten umso sauberer. Ne? Und wenn sie dreckig sind, kann man sie halt mit Seife waschen. Oder ich glaube auch mit Alkohol desinfizieren. Aber es geht, glaube ich, nicht. Also wenn sie zu verdreckt sind, geht es, glaube ich, irgendwann nicht mehr. Genau. Und um das zu tun, können wir hier uns einfach die Hose standardmäßig wieder runterlegen und können es dann in Lumpen zerteilen. 5 Stück brauchten wir ja. Dann haben wir jetzt 3 rausgekriegt. Damit haben wir 5. Aber gucken, wenn ich sie hier hinpacke, ob er sie dann, der markiert sie trotzdem mit.
Ich will aber nicht, dass er die nimmt. So, damit haben wir draus gefunden. Man kann es ja rot markieren. Dann nimmt er bloß die. Genau, dann haben wir alle Sachen zusammen, Leute. Dann craften wir uns den Köcher. Ich habe natürlich, wie ihr hier schon gesehen habt, schon einen besseren Militärköcher. Aber für den Anfang ist schon wichtig, einfach ein bisschen mehr Platz zu haben. Rüsten wir den einfach mal kurz aus. Dann seht ihr, das, was ich meine, das ist nicht viel. Aber für den Anfang können drei so eine Vierer-Slots schon eine Menge wert sein. Ne, Yusi? Oh, auf jeden Fall. Somit, oh. Dann habe ich euch das wenigstens schon mal gezeigt. Dann wisst ihr da schon mal Bescheid. Ich packe mir den einfach mal in meine kleine Box hier. Muss ich den Und nicht nun wisst ihr, wie mitschleppen? man einen Köcher macht. Ganz simpel. Baum fällen, Unterhose und Socken zerschneiden und dann habt ihr schnell einen Köcher bei euch. Genau.